I want you to be smart. Lesson 4. Nutella. Nun, ich hatte es ja versprochen und heute mache ich es wahr. Ich mache euch eure Nutella madig. Zuallererst klären wir aber mal, was denn Nutella ist. Nutella ist ein süßer Haselnussbrotaufstrich des italienischen Herstellers Ferrero, der in Konsistenz und Geschmack an Nougat erinnert. Er besteht aus Zucker, Öl, gerösteten Haselnüssen, Kakao, Milchpulver, Sojalecithin und Vanillin. Habe ich etwa Fremdwörter benutzt oder Worte, deren Bedeutung ihr nicht kennt? Keine Bange, darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Nutella ist heute unter anderem in den meisten Ländern Europas, den USA, Kanada, Mexiko, Asien bis hin zu den Philippinen und Australien sowie Südafrika bekannt und wird dort auch gegessen. In Deutschland gibt es Nutella seit 1965. Wer an Haselnüsse denkt, der denkt bestimmt, ach ja, ein schöner Strauch mit Nüssen dran. Wer sich, und das werden mal wieder die wenigsten von euch sein, mit der Thematik Haselnüsse beschäftigt, der wird auf das große Problem stoßen. Wer erntet den Scheiß? Wo erntet er den Scheiß? Und unter welchen Bedingungen erntet er den Scheiß? Und weil diese Spezialausgabe etwas umfangreicher ist, werde ich dazu passend Playlists anlegen, die ich dann unten verlinke. Wie vorher massig und oft erwähnt, werde ich diesmal mit Bildern belegt zeigen, wie man denn codecheck.info und wer zu wem denn nutzen kann, wenn man Klarheit haben möchte. Also auf zu Codecheck. Bei Codecheck gibt man hier oben in dem kleinen Suchfenster das Produkt ein, über das man sich informieren möchte und klickt dann Enter. Und dann bekommen wir unsere Inhaltsangaben angezeigt. Normalerweise braucht man bei solch einer Webseite keine Erklärungen. Aber wie drücke ich es denn mal freundlich aus? Das, was ich hier teilweise auf YouTube sehe, höre und lese, das gibt mir zu denken, ob man euch nicht tatsächlich an die Hand nehmen muss wie kleine Kinder, um dann zu erklären, guck mal, so geht das. Also machen wir es mal ganz langsam. Wenn wir Nutella also aufgerufen haben, dann werden uns hier anhand eines Ampelsystems die wichtigsten Punkte gezeigt. Nutella hat zum Beispiel einen viel zu hohen Fettgehalt, einen viel zu hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren und der Zucker ist eindeutig sehr, sehr hoch. Aber oh Wunder, es hat sehr wenig Salz. Wie würde das denn wohl auch schmecken? So, nachdem wir wissen, dass wir uns da eigentlich das Ungesündeste reinpfeifen, was man denn so haben kann, aber nun gut, was soll man bei vorwiegend Fett denn auch erwarten, da scrollen wir mal etwas nach unten, denn hier wird es schon etwas interessanter. Und da fällt auf, mal wieder rot gekennzeichnet, Umweltinformationen zu Inhaltsstoffen. Was die Umwelt denn mit einem Produkt zu tun hat, das muss ich hoffentlich nicht erklären, darum gehe ich die Informationen einfach mal durch. Neben dem Problem mit den Haselnüssen oder mit der Problematik, die Haselnüsse haben können, kommt jetzt ein weiteres hinzu. Palmöl. Nutella kann also Palmöl enthalten. Jetzt folgt die Erklärung, was es denn mit Palmöl so auf sich hat. Muss ich das alles vorlesen oder könntet ihr es schaffen, euch das selber durchzulesen? Keine Bange, zu der Problematik Palmöl habe ich unten die passende Playlist wieder verlinkt. Aber es geht hier noch viel, viel weiter. In Zusammenhang mit Palmöl kommt dann eben die Regenwaldzerstörung. Der Einfluss auf das Klima, der Einfluss auf soziale Konflikte, die Verwendung, die Deklarationspflicht bzw. das Fehlen der Deklarationspflicht, die Nachhaltigkeit von Palmöl oder ob sie dann gegeben ist oder nicht, Biopalmöl oder ob es das denn gibt. Der wichtigste Punkt wäre hierbei aber, was kann ich tun?
und das lese ich mal ganz kurz vor. Fordern Sie von den Herstellern, kein Palmöl aus Regenwald und Torfpflanzungen mehr zu verwenden. Dies können Sie über den Kundenservice oder über ein Kontaktformular tun. Je mehr Konsumenten wirklich nachhaltiges Palmöl verlangen, welches weder Regenwald und Torfzerstörung, Landkonflikte oder einen Verlust von Arten mit sich bringt, desto eher ist der Hersteller bereit, etwas zu unternehmen. Und jetzt mal auf YouTubisch. Ey, wir sind eine Community. Ey, wenn wir was machen, dann bewegen wir was. Soweit alles verstanden? Scrollt man jetzt noch weiter nach unten, dann bekommt man auch endlich seine Antwort darauf, was sich denn hinter den vermeintlichen Fremdworten, die ich zu den Inhaltsstoffen von Nutella gezählt habe, verbirgt. Also einfach mal schauen, was man da denn so konsumiert. Weiter im Text. Ich hoffe mal, dass sich der Schlaumeier, der behauptet hat, dass die Leute im Netz einem immer nur 5 Minuten zuhören, komplett geirrt hat und mehr als die Hälfte von euch jetzt immer noch wach ist. Denn jetzt geht es dem Hersteller an den Kragen. Entschuldigung, ich habe vorweggegriffen. Und auch hier bediene ich mich der vorher sehr oft erwähnten Webseite Wer zu wem. Also dann schauen wir doch mal. Tippt man bei Wer zu wem also Nutella ein, dann spuckt einem die Webseite Ferrero aus. Und dort steht folgendes geschrieben. Ferrero ist ein international aufgestelltes Süßwarenunternehmen. Es werden auch noch die einzelnen Marken von Ferrero aufgezählt. Die da wären Ferrero Küsschen, Mancherie, Rocher, Raffaello, Jogurette, Duplo, Hanuta, Nutella, Tic Tac, Kinderschokolade, Kinderriegel, Kinder Country, Kinder Schokobons, Kinder Bueno, Kinder Überraschung, Pocket Coffee und dann noch Milchschnitte. Ein interessanter Fakt für alle, die sich im Bereich Marketing und Werbung austoben: Ferrero steckt rund 10% seines Umsatzes in die Werbung und war 2011 an dritter Stelle der werbungstreibenden Unternehmen noch vor McDonald's, Unilever und der Telekom. Und jetzt wird es wohl für alle BWLer und all jene, die sich mit Geld auskennen, etwas interessant. Ferrero ist zwar in Luxemburg als Aktiengesellschaft eingetragen, hat seinen Stammsitz mit der operativen Leitung aber im norditalienischen Alba. Na, wer kennt die Steuervorteile jetzt schon? Es folgt eine kurze Abhandlung der Geschichte des Unternehmens und wann denn Ferrero in Deutschland so richtig punkten konnte. Und dann noch etwas Tratsch. So führte Ferrero zum Beispiel bis 2007 einen Rechtsstreit. Gegenstand war eine Klage gegen den Konkurrenten Haribo und dessen Produkte Kinderkram. Ferrero wollte sich nämlich das Wort Kinder schützen lassen. Verständlich, wenn ein Großteil der Produkte mit diesem Wort beginnen. Nun wird es etwas interessanter und ich denke für alle. Ich zitiere mal kurz. Darüber hinaus spielte Ferrero auch eine Rolle in der Parteispendenaffäre der hessischen CDU. Das sind sehr viele Videos dazu, aber auch die werde ich unten verlinken. Der Konzern spendete seit den 1980ern regelmäßig an die Partei, die das aber nicht in ihren Rechenberichten vermerkte. Nachdem das publik wurde, musste Ferrero eine Strafe von gut 500.000 Euro zahlen. Weiter heißt es hier, zudem leistete Ferrero in den 1990ern jahrelang eine viel zu geringe Gewerbesteuervorauszahlung. Abgesegnet von der örtlichen CDU. Na, wer kann hier die Zusammenhänge erkennen? Zwar musste das Unternehmen dann Anfang des Jahrtausends gut 26 Millionen Euro nachzahlen, machte dadurch aber mehrere Millionen Zinsgewinne, die dementsprechend als Verlust bei der öffentlichen Hand auffielen. Ah, schön, wie es funktioniert, ne? Neben den Haselnüssen, der Kinderarbeit, Palmöl, also Regenwaldabholzung, Ausbeutung der Natur, den Einfluss auf die dortige Wirtschaft, kommt jetzt also auch noch Wirtschaft, Politik, Bestechung und Co. hinzu. Wenn man jetzt bedenkt, was Ferrero ist, na, wer weiß es noch, genau, ein Süßwarenunternehmen,
der muss ja angesichts der Produkte auch noch Schokolade zum Sortiment hinzufügen. Und was es mit Schokolade auf sich hat, das verlinke ich auch unten. Denn das ist im Vergleich zu den Haselnüssen nicht weniger schlimm, sondern eher, na, seht einfach selbst. All das ist seit Jahren bekannt und in kürzester Zeit für jeden nachzulesen und zu recherchieren. Neben eventuell viel Geld, was man als Werbefigur bzw. Testimonial bekommt, sollte es einen als Promotion-Unternehmer im kommerziellen Bewegtbildformat, nichts anderes sind die meisten YouTuber hier, mit einer Beteiligung an den Werbeeinnahmen, also als solche Person müsste man sich eben doch dafür interessieren, für welche Firmen man mit welchen Methoden man mit seinem Gesicht und seinem Namen wirbt. Oder doch nicht? Ich könnte hier ein paar Beispiele von YouTube-Stars nennen, die über die Inhaltsstoffe, deren Anbau und Erntemethoden entweder nichts wissen, was ich mir sehr schwer vorstellen kann, außer das Internet ist für sie alle Neuland, oder es ist diesen Stars eben scheißegal. Ich könnte Beispiele nennen. Ich könnte den den Trommler von Waititi in dem Video von Polywox aufzählen und das auch noch verlinken. Na gut, das mache ich mal. Aber die anderen kann ich mir eigentlich sparen. Es verläuft sowieso immer nach dem gleichen Schema. Ich fresse, besudel, backe, koche oder sonst was mit Nutella und tue so, als wäre es das Allernormalste der Welt. Also all diese Kasper, die müssten doch wissen, von wem sie da Geld bekommen und was der so macht. Aber es juckt sie wohl nicht. Aber kommen wir mal zu dir. Wenn auch du zur erlesenen Gruppe der Smartphone-User gehörst, können die Informationen zu den Firmen und den Inhaltsstoffen nicht nur durch den Browser abgerufen werden? Nein, CoCheck.info bietet seine Dienste auch als App an und das völlig kostenlos. Unterwegs ein Foto vom Barstrichcode machen, daher auch der Name CoCheck, und schon kommen die Informationen, übrigens auch mit einer Liste zu Alternativen, deren Kriterien man selbst bestimmen kann, einfach so auf dein Telefon. Das Einkaufen oder Shopping könnte somit zu einer Challenge werden, wo man sich überlegt, nehme ich es mit, weil es so billig ist, was gerade bei Nutella ja nicht der Fall ist, oder schalte ich auch beim Einkaufen meinen Kopf ein und eventuell sogar mein Gewissen, wenn ich denn eins habe. Na dann, guten Appetit!